ARD. Hi, hier ist die Mailbox von Mathe, Keks, Clara und Flocke. Das ist meine Ratte und sie ist ziemlich süß. Also, wir sind der Club des magischen Tagebuchs, aber leider gerade unterwegs. Entweder in der Schule oder auf Mission. Wir kümmern uns auch um deinen Fall, wenn du magst. Hast du was auf dem Herzen, Sorgen, Kummer oder so, dann lasse Nachricht und deinen Namen danach dem Piep. Oder schick uns eine Sprachnachricht. Video geht auch. Oder schreib uns einfach. Wir lesen sogar Briefe, allerdings nur, wenn es unbedingt sein muss. Okay, keine Ahnung, ob das hier Sinn macht, aber gestern ist mein Handy runtergefallen. Das Display ist Schrott. Dauert 2 Wochen, bis es repariert ist. 2 Wochen. Normalerweise kriege ich ein paar hundert Nachrichten am Tag und jetzt 0. Ich brauche mein Handy wieder, sonst drehe ich komplett durch. Wenn ihr helfen könnt, ruft bei mir zu Hause an und fragt nach Erik, das bin ich. Mission Magisches Tagebuch. Gefühlen auf der Spur. Ein Abenteuer-Mutmach-Podcast der ARD Audiothek. Es ist Nachmittag. Eigentlich ist die Schule für heute aus. Trotzdem haben sich Mathe, Keks und Clara vor dem Computerraum der digitalen Werkstatt verabredet. Hi Jungs, los, wir gehen rein. Weil Clara im Computerclub ist, hat sie einen Schlüssel für den Raum und darf dort selbstständig arbeiten. Ach nö, Clara. Keks, das ist unfair. Nur noch dieses eine Mal. Na gut, noch einmal. Clara steht unter Strom. Die 3 Freunde haben jede freie Minute mit der Suche nach Joe da Silva verbracht. Nach dem Mann, der das magische Tagebuch aus Brasilien nach Altenberg gebracht hat. Sie haben im Internet gesucht. Aber in Brasilien heißen über 12 Millionen Menschen da Silva und viele sogar Joe da Silva. Welcher ist da jetzt der Richtige? Um mehr herauszufinden, war Mathe nochmal im Stadtarchiv und Keks hat 2 ältere Lehrerinnen an der Schule ausgehorcht. Bloß leider... Och Mann, es weiß einfach keiner was. Es ist zu lange her, aber vielleicht funktioniert ja meine neue Idee. Was ist schon wieder für eine Idee? Wirst gleich sehen. Ey Clara, ich hab schon mein ganzes Datenvolumen aufgebraucht. Und ich hab Basketball ausfallen lassen, schon 2 Mal. Okay, noch ein letzter Versuch, weil du es bist. Aber dann bin ich raus. Klingt gut. Clara zuckt mit den Schultern. Sie rückt ihre Brille zurecht und wartet, bis Keks und Mathe auch im Computerraum sind. Die beiden staunen. Da gibt es einen Beamer mit Smartboard, Computerzeitschriften, einen Drucker und ein paar Computer mit großen Bildschirmen. Mein Tablet ist voll alt und braucht ewig für alles. Und der Bildschirm am Handy ist mini, da tun meine Augen weh. Und hier? Genau, hier gibt's einen großen Rechner mit einem großen Bildschirm, damit wir alle was sehen. Und einen guten Lautsprecher. Krass. Also, los Flocke, raus aus meinem Ärmel. Flocke klettert aus Claras Jacke auf den Tisch und zittert aufgeregt mit den Schnurrhaaren. Clara gibt ihr Passwort ein, sofort wird der Bildschirm hell. Joe da Silva. Suchen. 33 Millionen Treffer, wie immer. Brasilien noch dazu. Hä? Finde Angebote zu Joe da Silva Brasilien? Doofe Werbung, weg damit. Aber jetzt Achtung! Joe arbeitet doch in einem Straßenkinderprojekt. Ey, was heißt Straßenkinder auf Portugiesisch? Woher soll ich das wissen? Du nicht, aber... Google-Übersetzer. Und übersetzen. Klick. Crianças de rua. Was? Mega. Cool. Gib mal Keks ein. Nein, Mann. Mach weiter, Clara. Joe da Silva, brasilianische Straßenkinder. Los, übersetzen. Joe da Silva, Crianças de Rua Brasileiras. Plötzlich fiepst Flocke ganz aufgeregt, saust wie ein Blitz über Claras Tastatur. Dann das Tischbein runter und schwupps verschwindet sie in Claras Schultasche. Huch, was habt sie? Ratten sind voll empfindlich. Das Flimmerlicht vom Computer und die komischen Töne. Das stresst sie nach einer Weile. Alter, schaut mal da. Flocke hat die Bildersuche geöffnet. Ey, der Mann da, der mit den Kindern Fußball spielt. Das könnte er sein. Was steht da? Tio, Joe, no. No refugio? Tio, Joe, no refugio das mãos que ajudam. Das klingt so krass. Mach nochmal. Tio, Joe, no refugio das mãos que ajudam. Onkel Joe im Hafen der helfenden Hände. Hafen der helfenden Hände? Bestimmt der Name von seinem Kinderheim. Ja, safe. Leute, ich hab's. Refugio Dingster in Belo Horizonte. Und bei Direktor steht J.DS.
könnte Joe da Silva heißen. Mit Telefonnummer. Ich mache ein Foto. In Belo Horizonte war meine Fußball-WM. Ey, Keks, ja. 2014 sagt Wikipedia. Und, Belo Horizonte gehört zu den wichtigsten Städten in Brasilien. Und wird doch BH genannt. BH? Echt jetzt? Geschafft, Leute. Und jetzt brauche ich eine Pause für meine Augen. Lass uns Schluss machen. Im Schulgarten zwitschern die Vögel und Keks reißt eine Packung, nein, keine Cookies. Diesmal hat er Brausebonbons für alle dabei. Und Mathe zieht das Club-Tablet aus seiner Tasche. Wollen wir trotzdem? Wir haben noch nichts für diese Woche rausgesucht. Cool. Ja, lass uns zusammen eine neue Mission für das Tagebuch finden. Ist wichtig. Hui. Ein Anruf in Abwesenheit. Kennt ihr die Nummer? Nö. Klick mal drauf. Okay, keine Ahnung, ob das hier Sinn macht. Aber gestern ist mein Handy runtergefallen. Das Display ist Schrott. Dauert 2 Wochen, bis es repariert ist. 2 Wochen. Normalerweise kriege ich ein paar 100 Nachrichten am Tag und jetzt 0. Ich brauche mein Handy wieder, sonst drehe ich komplett durch. Wenn ihr helfen könnt, ruft bei mir zu Hause an und fragt nach Erik, das bin ich. Der ist ja voll gestresst. Klar, wenn er nicht erreichbar ist, stresst mich auch. Das wissen wir, Mathe. Also, Mission Erik? Yep, ich rufe ihn an. Erik will sofort am nächsten Tag, gleich nach der Schule, seine Mission starten. Die Freunde sind super pünktlich an ihrem geheimen Treffpunkt im Schulkeller. Keks knipst die Stehlampe an und Clara kriecht hinter das alte grüne Clubsofa, um die Umzugskisten vorzuschieben. Der hat sowas von eilig. Erstmal unser Buch aus dem Versteck holen. Muss ja nicht jeder mitkriegen, wo das ist. Ja, gleich. Übrigens, wisst ihr, wie der Gott der Ungeduld heißt? Thor? Nee, Hammersbald. Keks macht die Kellertür auf. Draußen im dämmerigen Flur steht ein großer blonder Junge. An seinen Schläfen rinnen Schweißtropfen herunter und auch sein T-Shirt ist ganz verschwitzt. Ey, Alter, bist du gesprintet oder was? Erik nickt und wischt sich mit dem T-Shirt-Ärmel über die Stirn. Ohne Handy weiß ich nicht, wie spät es ist. Macht ja nix. Ich bin übrigens Keks. Erik. Hi Erik, ich bin Mathe. Und die da mit der Ratte, das ist Clara. Die Ratte heißt Flocke und das ist unser magisches Tagebuch. Wow. Vorsichtig nimmt Erik das Buch in die Hand, streicht über den Stein in der Mitte des Buchdeckels und blättert ein paar Seiten auf. Da steht ja gar nichts drin. Nö, die Schrift erscheint erst, wenn Keks, Mathe und ich unsere Hände drauflegen. Dann sind da auch Stimmen zu hören. Die haben super Ideen, wenn man nicht weiter weiß. Ach so, ich hab gedacht, euer Tagebuch bringt irgendwie mein Handy zurück. Nee, das ist so eine andere Art von Magie. Sorry, Erik. Tja, dann war's wohl nix. Was? Nur weil wir dein blödes Handy nicht zurückzaubern können, gehst du einfach? Musst ja nicht gleich sauer werden. Doch, Mann, wir haben uns voll abgehetzt wegen dir. Und du könntest jetzt eine Frage ans Tagebuch stellen. Aber dann lass es halt. Ich hab gar keine Frage. Ich hätte bloß gern mein Handy wieder. Handy, Handy. Wozu brauchst du es denn so dringend? Weiß nicht, ich brauch's halt. Eriks graue Augen werden ganz dunkel. Mit hängendem Kopf tappt er zur Kellertür. Das wäre übrigens eine super Frage für das Tagebuch. Erik bleibt stehen und dreht sich nochmal um. Was soll das bringen? Ich bin halt handysüchtig oder sowas. Sagt meine Mutter jedenfalls. Handysüchtig. Typisch. Dann ist Mathe auch handysüchtig. Er kriegt die Krise, wenn er nicht schreiben kann. Du flippst aus ohne Internet. Und ich? Ach nix. Keks, was wirst du so rot? Das ist eigentlich mein Geheimnis. Na? Ich kann nicht einschlafen ohne 3 Fragezeichen. Also gut, ich mach das mit dem Buch. Ich will wissen, warum ich nicht ohne mein Handy leben kann. Die Zornesfalte auf Keks Stirn verschwindet sofort. Er klopft Erik auf die Schulter, dann legen die 3 Freunde ihre rechte Hand aufs magische Tagebuch. Es beginnt zu vibrieren, wie wenn ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt. Hammer, da kommt ihr goldenes Licht raus. Magisches Tagebuch, wir starten Teil 1 von Eriks Mission. Warum ist uns das Handy so wichtig? Wenn mir im Bus langweilig ist, höre ich Musik. Meine Mama liest jeden Morgen die Nachrichten. Sie weiß dann, was los ist auf der Welt. Ich schaue Hundevideos, weil ich gerne einen Hund haben möchte. Ich schreibe mit meinen Freunden, weil wir uns nicht immer treffen können.
Wenn wir nicht genau wissen, wo wir hinfahren, schalten wir unser Navi ein. Ich rufe meine Oma mit Video an, dann kann sie mich sehen und freut sich. Wenn wir einen Ausflug machen, schauen wir vorher in der App, dass es nicht regnet. Ich find's cool, auf dem Handy zu zocken, bringt Fun. Das Tagebuch wirbelt so schnell durch seine Seiten, dass die Schweißtropfen auf Eriks Stirn trocknen. Auch die Locken von Keks flattern im Wind. Hui, ein Tagebuchventilator. Es muss wahrscheinlich viele Gedanken rauslassen, weil so viele Menschen dauernd an ihre Handys denken. Aber man kann ja auch krass viel mit einem Smartphone machen. Ohne auch. Was zum Beispiel? Willst du mich verarschen? Nee, echt jetzt, sag. Kino, Schwimmbad oder Eis essen. Aber wenn ich nicht aufs Handy schaue, verpasse ich was. Was denn zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Clara kneift die Augen hinter ihrer Brille zusammen, dann tippt sie fragend mit dem Zeigefinger auf das Tagebuch. Sollen wir? Erik fährt sich mit der Hand durch die Haare. Er schiebt das Kinn vor und kaut auf der Unterlippe. Ja, und wenn was Peinliches rauskommt? Datenschutz. Wir behalten es für uns. Ehrensache. Erik überlegt noch kurz, dann nickt er. Clara, Mathe und Keks legen ihre Hände auf den Ledereinband des Tagebuches und starten den zweiten Teil von Eriks Mission. Liebes Tagebuch, wir fragen dich, was Erik verpasst, wenn er nicht dauernd auf sein Handy schaut. Der Stein auf dem Tagebuch fängt an zu schimmern. Der Ledereinband knarzt und die Buchstaben leuchten. Hi. Hi. Was geht? Bei dir? Läuft. Herzlich willkommen. Ich zeig dir, wie du deinen Bizepsumfang in nur einem Hey, Bro. Hey, krasse Muskeln. Ja, safe. Erik, alles gut? Bauch, Beine, Po, Oberarme, Bizeps, Trizeps. Meine Übungen sind der ultimative Game. Endlich Partytime, Leute. Hashtag fühl dich frei. Hashtag allerbeste Mucke. Hashtag coolster Platz der Welt. Was machst du gerade? Hänge rum. Same hier. Schick mal Video. Ey, Erik, antworte. Das Tagebuch klappt zu und liegt still da. Erik kaut wieder auf seiner Unterlippe. So hört sich ganz schön doof an. Ja, Alter, wie soll das gehen? 45 cm Bizeps. Das sind solche Muckis. Ey, Keks, viele Influencer sind bloß fake. Die machen ihr Geld mit Werbung. Die anderen sind sauer, wenn ich ihnen nicht antworte. Die dissen mich, weil sie denken, ich habe keinen Bock auf sie. Oder sie blockieren mich. Sind die doof oder was? Man schläft ja auch mal oder sitzt auf dem Klo. Nur Spider-Man ist immer im Netz. Aber so 3-4 Stunden am Tag. Clara reißt die Augen auf und zieht ihr Handy aus der Tasche. Lass mal Bildschirmzeiten vergleichen. Schau nicht klar, Keks. Kein Handy dabei. Hm? Bei mir sind es 82 Minuten. 75, bisschen weniger. Aber das Tablet kommt noch dazu. Okay, ja, ich hänge viel am Handy. Voll stressig. Schon manchmal, aber ohne ist ja auch scheiße. Tja, kann man irgendwie nichts machen. Quatsch, man kann immer was machen. Ohne zu zögern, legen die drei Freunde ihre Hände aufs magische Tagebuch. Und diesmal hat Erik nichts dagegen, sondern schaut gespannt zu, wie das Leuchten zurückkommt. Liebes Tagebuch, wir fragen dich, was können wir machen, dass unser Handy uns nicht stresst? Ich verabrede mich schon in der Schule. Da muss ich nicht schreiben, wenn wir uns treffen wollen. Und wir haben mehr Zeit zusammen. Wir haben zu Hause einen Handykorb. Da müssen alle ihre Handys reinlegen, wenn wir was zusammen machen. Auch meine Eltern. Ich habe einen Vertrag mit meinen Eltern. Ich nehme das Handy erst, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig bin. Ich gehe zum Reiten. Da denke ich gar nicht an mein Handy. Beim Essen lege ich das Handy nicht auf den Tisch. 2 Stunden vor dem Schlafen mache ich das Handy aus und tue es in meine Schultasche. Meine Freunde wissen, dass ich manchmal nicht erreichbar bin. Das haben wir ausgemacht. Das Tagebuch blättert noch ein bisschen hin und her, wie wenn es nach einem letzten Gedanken suchen würde. Dann schießt ein kleiner grüner Lichtblitz aus dem Stein. Mit dem Telefon anrufen ist besser als schreiben. Wir können miteinander reden und es gibt weniger Missverständnisse. Huch, was war das denn? Egal, auf jeden Fall ein guter Tipp, oder? Telefonieren geht echt oft schneller. Es ist richtig cool, mit euch zu reden. So hier und in echt. Gewöhnst du dich etwa gerade daran, dass dein Handy weg ist? Nö, ich brauch's ja wirklich. Wenn ich Hausaufgaben nicht weiß oder wenn ich was anderes wissen muss.
Aber es ist auch irgendwie nice, wenn ich nicht dauernd drauf schauen muss. Ey, mal sehen, was ich sag, wenn ich's wieder hab. Ich rufe euch dann vielleicht an. Erik steckt die Hände in die leeren Hosentaschen, wo sonst immer sein Handy ist. Er grinst schief und schlendert nach draußen. Als die Tür hinter ihm zugeht, blinkt es plötzlich in Mattes Schultasche. Er fischt sein Handy raus und hört die Mailbox ab. Ey, mein Opa hat angerufen. Er ist wieder aus dem Krankenhaus raus. Puh, zum Glück. Du willst nicht gleich weiter telefonieren, wo du so im Flow bist? Hä? Naja, einer von uns muss jetzt in Brasilien anrufen. Was? Bist du verrückt, Clara? Nee, 5 Stunden Zeitverschiebung nach Belo Horizonte. Im Kinderheim ist jetzt morgens. Und die letzte Stimme aus dem Tagebuch war... Meinst du, das war Joe? Ich bin mir sicher, das war eine Einladung. Aber was soll ich dann sagen? Clara erklärt es ihm. Und dann tippt Matte wirklich mit zitternden Fingern eine lange Nummer ein. Er stellt auf laut und wartet. Keks und Clara halten die Luft an. Oi? Hi, I'm Matteo Jovanovic. May I speak to Uncle Joe, please? Ah, sorry, senhor. Meu inglês é muito ruim. Com quem você gostaria de falar? Kann ich mit João da Silva sprechen? Oh, leider nein. Senhor da Silva ist nicht da. Sie sprechen ja Deutsch. Deutsch viel besser als Englisch. Ich bin Luisa da Silva. Joe ist mein Vater. Krass. Er ist schon alt, aber trotzdem kommt er noch ins Refugio. Er liebt so sehr alle, crianças. Kinder? Sim, exatamente. Morgen macht er eine Videokonferenz für Leute mit Problemas. Haben Sie Probleme? Ja, allerdings. Ja, allerdings. Um 11 Uhr? Ja. Wo kann ich Ihnen einen Link schicken? Blitzschnell schreibt Clara eine E-Mail-Adresse auf. Sie hält Matte den Zettel hin und er liest ihn der Frau am Telefon vor. Bom, obrigada, senhor Matteo. Thank you, Luisa. De nada, ciao. Bis morgen. Vejo você amanhã. Alter, du bist der Allercoolste auf der ganzen Welt. Echt, ich schwöre. Ich glaub's einfach nicht. In ein paar Stunden werden wir tatsächlich mit Joe da Silva sprechen. Jack, Matte. Mega. Hey Leute, ich habe da was Tolles gefunden. Twinscreen, ein Podcast. Der erklärt da alles rund um Medien. Übrigens auch, wie das war, als es noch gar keine Handys gab. Furchtbare Vorstellung, oder? Ich habe meins übrigens wieder und deswegen höre ich jetzt mal noch eine Folge Twinscreen. Findet ihr auch, wenn ihr wollt, in der Audiothek